Was machen, wenn der Vierbeiner nachts krank wird oder einen Unfall hat? Bald ist es in diesem Fall gleich wie beim Menschen, man geht in Notfall. Ab nächsten Herbst gibt es in Münchenstein den ersten 24-Stunden-Notfalldienst für Tiere. Eine Aufgabe, die bis jetzt immer abwechselnde Tierarztpraxen übernommen haben. Hier öffnet im Jahr die erste Notfallklinik für Tiere in der Region. Hinter dem Projekt Tierklinik steht die Tierpraxenkette Vet Trust. Mit insgesamt 30 Mitarbeitern soll sie die Anlaufstelle Nummer 1 für jegliche Tierbeschwerden werden. Leiter wird der Tierarzt Tobias Vögtli. Ja, wir sehen es als Ergänzung von einem bestehenden Angebot. In Basel gibt es einen bestehenden Notfalldienst, der sicher auch sehr gut funktioniert. Wir sehen es einfach vor allem dort, wo schwer traumatisierte Tiere gebracht werden und wo auch Spezialisten gebraucht werden. Die Tierklinik Basel konkurrenziert dann mit ihrem Notfalldienst die klassische Tierarztpraxe. Die haben sich den Notfalldienst bis jetzt nämlich untereinander aufgeteilt. Ich denke, wir Tierärzte, die in einer eigenen Praxis arbeiten, werden weiterhin auch bemüht und willens sein, den Dienst für unsere eigenen Tiere und Kunden aufrechtzuerhalten. Aber der Konkurrenzkampf wird spürbar und härter. Das kann sein, das ist für mich in der jetzigen Situation schwierig zu beurteilen. Laut der neuen Tierklinikleitung werden es in 10 bis 20 Jahren praktisch keine kleinen Tierarztpraxen mehr geben. Es sei der Lauf der Zeit, dass sich Kompetenzen würden bündeln. Für den Tierschutzbund Basel Regional, der auch eine Tierambulanz betreibt, ist die Zentrierung ein Vorteil. Für uns ist es eine riesige Hilfestellung, weil wir haben ja selber keine Tierärzte. Wir gehen einfach verletzte Tiere holen und sind dann eigentlich darauf angewiesen, dass wir die wirklich schnell noch einmal professionell hinbringen können. In die neue Tierklinik zu Münchenstein zieht dann auch das tierärztliche Überweisungszentrum, das bis jetzt in Tänike war. Eröffnet werden soll der Tiernotfall dann am 1. September 2018.